Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Logistiktrends, dem Videoblog von logistiktv.net. Mein Name ist Uwe Berndt, freue mich, dass Sie reingeschaltet haben. Logistiktv.net ist das erste und führende Portal zur Distribution von Videos aus den Bereichen Verkehr, Transport und Mobilität. Wir verstehen uns auch als reichgefüllte Mediathek, die Videos der Branche zielgruppengerecht im Internet verbreitet. Das Ziel meines Geschäftspartners Christoph Müller und mir ist es, die Auffindbarkeit von Videos im Internet deutlich zu verbessern. Videos machen neugierig, Videos sind emotional und auch authentisch. Inhalte mit höchsten Erinnerungswerten sind deshalb das Kommunikationsmittel des digitalen Zeitalters, auch und gerade für die Logistikbranche. Denn Videos können komplexe Prozesse sehr anschaulich darstellen. Nun zu den Themen unseres heutigen Videoblogs, meine Damen und Herren. Das Familienbewusstsein in deutschen Unternehmen steigt. Das hat eine Studie, eine repräsentative Studie des Forschungszentrums Familienfreundliche Personalpolitik aus Münster herausgefunden. Die Experten haben in den Jahren 2007 und 2012 rund 944 Unternehmen befragt. Dabei hat sich gezeigt, dass familienfreundliche Unternehmen einen geringeren Krankenstand haben. Der liegt nämlich 22% unter dem Durchschnitt. Weniger familienfreundliche Firmen hingegen liegen 27% über dem Durchschnitt. Außerdem belegen die Autoren der Studie, dass Mitarbeiter in familienfreundlichen Unternehmen zufriedener sind, schneller arbeiten und vor allem seltener kündigen. Interessant ist auch, dass insbesondere Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil oder vielen jungen Mitarbeitern in der Belegschaft besonders gut abschneiden. Weitere Infos finden Sie im Internet unter www.ffp-münster.de. Helden der Logistik lautet eine Fotoaktion, die die Bundesvereinigung Logistik auf Facebook gestartet hat. Die Idee, einmal im Monat zeigen BVL-Mitarbeiter auf der Facebook-Seite der BVL ihren ganz persönlichen Helden der Logistik, und zwar anhand eines Fotos. Die erste Heldin kommt von Anja Stubbe und ist auf Sri Lanka aktiv. Elfriede Süß hat dort im Jahr 2004 nach dem Tsunami verschiedene Hilfsprojekte angestoßen und Hilfsgüter und Geldflüsse koordiniert. Hut ab, sagt auch die Redaktion von logistiktv.net. Wer möchte, kann übrigens seinen eigenen Helden der Logistik an die BVL-Chronik posten auf Facebook, und zwar unter www.facebook.com/bvloffice in einem Wort. Miese Stimmung in der Logistik lautet die Überschrift eines Artikels, der Ende Februar auf dem Internetportal www.industrie.de erschienen ist. Grund dafür ist die 16. Auflage des PwC Global CEO Survey des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers. Befragt wurden weltweit 109 Top-Manager. Dabei blicken die Vertreter der Logistikbranche deutlich pessimistischer in die Zukunft als ihre Kollegen aus anderen Branchen. Konkret glaubt nämlich nur noch jeder vierte Entscheider an ein Umsatzwachstum im Jahr 2013. Als größtes Wachstumsrisiko haben 76% der Vorstände von Transport- und Logistikunternehmen die unsichere Konjunkturentwicklung ausgemacht. Und auf Platz 2 rangiert mit 61% die Sorge vor höheren Energiepreisen. Der Logistikindikator der BVL zeichnet dagegen ein eher positives Bild. Die Branche gehe mit wohldosiertem Schwung ins neue Jahr und sei getragen von einem durchweg optimistischen Grundtenor. Die Aussichten für die Konjunkturentwicklung seien deutlich aufwärts gerichtet. Zwei sehr unterschiedliche Blickwinkel. Wie schätzen Sie die Situation ein? Checkonomy, so lautete das Leitthema der diesjährigen CeBIT in Hannover. Und kaum war das Kunstwort auf dem Markt, schossen auch schon die Spekulationen ins Kraut. Einer repräsentativen Bitkom-Umfrage zufolge ist es für 97% der 14- bis 29-Jährigen bereits heute selbstverständlich, das Internet als Ort zum Teilen von Wissen, Ressourcen und Erfahrungen zu nutzen. Teilen im Netz ist also längst gelebte Praxis. Shareconomy führt zu einer höheren Transparenz, fördert die Partizipation und schafft zahlreiche neue Geschäftsmodelle, betonte CeBIT-Chef Frank Pörschmann. Treiber dieser Entwicklung seien die digitale Industrie mit ihren vielfältigen Anwendungen. Und fast alles passiert heute und künftig in der Cloud, einem globalen Gebilde aus Rechnern und Netzwerken. Und Cloud Computing ist auch in der Logistikbranche ein spannendes Zukunftsthema, über das viel diskutiert wird. Logistiker entdecken die Cloud, lautet der Titel eines Videos, das Sie unter www.logistiktv.net
anschauen können, klicken Sie einfach rein. Die Handelslogistik steht vor großen Herausforderungen, meine Damen und Herren. Dabei stehen drei Aspekte besonders im Vordergrund. Steigende Transportkosten, umweltschonende Logistik und an sich wandelndes Konsumverhalten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des EHI Retail Institute in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Unter dem Titel Trends im Handel 2020 wurden Experten befragt, Verbraucher interviewt und Marktbeobachtungen ausgewertet. Die Studie kann unter www.kpmg.de kostenlos heruntergeladen werden. Ein echter Tipp für Handelslogistiker. Der weltweite Güterverkehr nimmt rapide zu. Für die Transportwirtschaft bringt das vielfältige Herausforderungen mit sich. So wird beispielsweise in Deutschland schon lange über unterirdische und vollautomatische Transportsysteme geforscht. Die Firma CargoCab befasst sich bereits seit 2002 mit der Konzeption unterirdischer Fahrrohrleitungen in Ballungsräumen. Alles graue Theorie? Nein, denn es existiert bereits eine 125 Meter lange Teststrecke im Maßstab 1:2 in einem Kraftwerk in Bochum. Unter dem Namen CargoTube denken Politik und Transportgewerbe nun auch in der Schweiz über die teilweise Verlagerung des Güterverkehrs in den Untergrund nach, um Straßen zu entlasten. Ein erster Zwischenbericht des Projektes Cargo Souterrain sei positiv ausgefallen, berichten verschiedene Medien. In einem unterirdischen Röhrensystem könnten übliche Paletten mit 30 Kilometern pro Stunde rund um die Uhr befördert werden, sagen die Experten. Bis Ende 2013 soll eine Machbarkeitsstudie vorliegen. Weitere Infos unter www.cargocap.de und www.cargotube.ch. Auf Logistik.tv finden Sie auch ein Video zu diesem Thema. So, meine Damen und Herren, das war sie schon wieder, die zweite Ausgabe von Logistiktrends. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Besuchen Sie unser Portal www.logistiktv.net. Dort können Sie auch kostenlos unseren wöchentlichen Newsletter Primetime abonnieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.